Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu der Adventsfeier Sonntagsschule Weihnachten. Und es freut mich natürlich, dass wir jetzt dieses Jahr das Projekt durchziehen konnten, mit Singen, mit Theatern. Also es freut mich ganz, ganz fest, seid ihr alle da und wir auch. Und ich weiss jetzt nicht, ob es jemand im Kirchgemeinhaus hat oder am Computer. Ich begrüße einfach alle ganz herzlich und es freut mich, dass wir zusammen die Adventsfeier einfach geniessen können und uns so reinnehmen können in die Weihnachtsgeschichte. Es kommen dann zwischen auch noch drei Lieder, die ihr könnt helfen singen. Sie sind angeschlagen aus dem Kirchengesangbuch und ich tue sie dann einfach halb ansagen, wenn ihr auch gefordert seid. Und ich tue jetzt am Anfang beten und nachher fahren wir weiter. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir wieder, dass wir deinen Geburtstag gleich feiern können. Und dass einfach die Advents- und Weihnachtszeit so eine schöne Zeit kann sein. Du weisst aber auch, dass es vielleicht nicht allen gut geht, dass vielleicht Teile krank sind oder Teile sonst ein bisschen Sorgen haben. Und ich weiss aber, dass du uns alle ganz, ganz fest gern hast und uns einfach helfen willst. Und es muss nicht immer mit Glitzer, Glanz und Gloria sein, so ein richtig mondänes Fest. Es kann manchmal auch ganz still und bescheiden sein. Aber deine Liebe, die ist immer gross und ist immer da. Jetzt, heute, gerade hier, aber eben auch in den nächsten paar Wochen. Danke viel, viel mal. Amen. Bürger von Nazareth, hört, was der Kaiser Augustus angeordnet hat. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, was sie uns da befehlen. Ja, das hoffe ich auch. Die Zeit ist so schon sicher und Steuern zahlen wir schon mehr. Der Kaiser Augustus hat befohlen, dass alle Leute sich zählen lassen. Auch ihr, Bürger von Nazareth, müsst euch zählen. Jeder wird in seiner Heimatstadt zählt. Darum müssen alle Männer und Frauen dort herreisen, was sie ihr Bürgerrecht haben und sich da eintragen. Das ist der Befehl vom Kaiser Augustus.
Habt ihr das gehört? Natürlich haben wir das. Ist das nicht eine Zumutung? Ein paar von uns müssen jetzt eine weite und gefährliche Reise auf sich nehmen. Für alte und kranke Leute ist das doch unmöglich. Damit können wir das nicht sehen, die Befehle, und wir müssen folgen. Ja, so ist es leider. Maria, jetzt müssen wir angehend auf Bethlehem reisen. Ja, Josef, ich habe schon angefangen zu packen. Die Reise ist weit und beschwerlich. Magst du das, Maria? Ich mache mir grosse Sorgen. Das Kind wird wahrscheinlich unterwegs auf die Welt kommen. Aber es kommt schon gut. Du, mein lieber Josef, bist ja bei mir und Gott wird dir sicher helfen. Da ist um eine kalte Nacht. Aber die Schafe sind ruhig. Vermutlich ist heute der Wolf in einer anderen Gegend unterwegs. Kommt, wir probieren es Feuer zu machen.
Habt keine Angst, wir haben eine Botschaft, die dem ganzen Volk eine grosse Freude bringt. Heute ist für euch das Bethlehem, der gesprochene Retter, auf die Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. An dem werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einem Futterkrippli.
Komm, wir gehen auf Bethlehem. Ja, wir wollen gucken, was dort passiert ist. Aber vielleicht sollten wir uns noch anders anlegen. Ach, dummes Zeug. Es hat doch geheißen, das Kind liegt in einer Futterkrippe. Das ist ihm noch nicht so viel für nehmt. Ja, aber das Geschenk wollte ich mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen ein Schaffell. Das gibt schön warm. Ja, das kann man gern brauchen. Kommt, Dina. Guten Abend. Schaut mal, das Baby liegt in einem Futterkrippli. Genau so, wie es der Engel gesehen hat. Das ist Jesus Christus. Wir waren auf dem Feld bei unseren Schafen. Plötzlich sind Engel gekommen und haben uns gesehen, Jesus Christus, unser Retter, sei geboren.
Wir sind schon fast am Ende von unserer Aufführung. Ich möchte ganz vielen Danke sagen. Erstens einmal euch, liebe Besucher, hier in der Kirche und vielleicht auch daheim vor dem Fernsehgerät. Danke euch vom Kirchenchor, dass wir das mit euch zusammen machen können. Und danke vielmals, liebe Kinder, dass ihr da so gut mitgemacht habt, ein aufgeregt seid heute. Ich möchte ja den Eltern danken, die das ganze Jahr uns Kind in die Sonntagsschule schicken. Und den Kindern, die kommen, weil ohne euch wäre es ziemlich langweilig. Und ich möchte den Eltern auch ganz herzlich danken für die grosszügige Kollekte, die sie ging um mich mitgeben. Wir konnten den Herbst 600 Franken Simon oder Simone Allenbach mitgeben für das Kidshaus auf Indien. Ich möchte auch der Madeleine Koch danken, die uns in der Sonntagsschule begleitet. Und Bert Schranz, der uns auch gegen Bumi parat macht und extra Wünsche helfen erfüllen. Vor der Sonntagsschule haben wir jetzt die Ferien. Und wir wurden am, oh, jetzt habe ich das Datum natürlich aufgeschrieben, am 16. Jänner um mich anfangen. Und dann ist der gerade Allianz. Also zuerst mal ist Allianz. Ihr habt gesehen, wir haben hier eine coole Truppe beieinander. Aber wir hätten also noch Platz für andere Kinder. Wenn vielleicht jemand am Fernsehen uns zugeguckt und ist lustig geworden, alle Kinder ab 4-jährig sind herzlich willkommen. Und vielleicht kennt auch hier jemanden, wenn ihr sie nicht das könnte Interesse haben, dann dürft ihr das gut mal darauf hinweisen. Merci vielmals. Und ich wünsche noch schönen, oder für viel Vergnügen beim Resten und dann einen schönen Abend. Wenn ihr sogar heute spontan gerne noch etwas möchtet spenden für das Kidshaus Nordindien, könnt ihr das machen. Ich habe gerade einen neuen Rundbrief bekommen von ihnen. Sie schreiben, sie sind jetzt fast anderthalb Jahre schon im Homeschooling in Indien. Also sie haben fast nie mehr Präsenzunterricht gehabt. Das ist eine Grossfamilie, die 9 Waisenkinder aufgenommen hat. Die sind mittlerweile eben schon grösser in der oberen Schulklasse. Und sie müssen sich das zweite oder das dritte ein Handy teilen. Aber sie können stolz und dankbar sein, dass sie überhaupt das zweite oder das dritte eins haben. Es gibt Kinder in Indien, die gar keinen Zugang haben zum Internet oder zum Handy. Sie lernen ganz gut. Sie machen gute Examen, gute Prüfungen, Abschlüsse. Und sie gehen 12 Jahre lang in die Schule in Indien. Weil die nicht länger gehen, weniger lang, die haben weniger Chancen später im Leben. Sie können eigentlich nur untergeordnete Arbeiten ausführen. Und die, die eben bis 12 Jahre in der Schule geblieben sind, durchgehabt haben, Prüfungen bestanden haben, können dann sogar ein Studium machen. Und bei ihnen gäbe es eben eigentlich so Berufslehre, wie wir hier kennen, praktisch nicht. Dann haben sie auch noch etwas geschrieben als Gebetsanliegen. Und zwar, sie sind am Umbauen. Sie brauchen ja mit diesen 9 Kindern brauchen sie ein grosses Haus. Das haben sie, aber es ist baufällig. Und jetzt müssen sie das renovieren. Und sie haben geschrieben, das sei sehr nervenaufreibend. Weil die Arbeiter, die da kommen, die sind nicht immer sehr fleissig und nehmen so nicht so gründlich. Und zuerst fordern sie ja für Geld, dass sie überhaupt etwas machen. Und dann also mal zusammenräumen und putzen, das kennen die gar nicht. Also das muss dann immer die Frau, die Hausmutter und ihr Mann muss es dann noch machen, neben aller Arbeit, die sie hat mit der Kindererziehung und eben dem Homeschooling. Also beten wir für sie, dass sie doch durchhaben und dass das Haus darf gut umgebaut werden, dass es richtig dient nachher und sie sich wohlfühlen können.
Wenn ihr gerne möchtet, daheim etwas spenden, könnt ihr sehr gut hier schauen. Wir stellen es dann auch auf unsere Homepage der Kirchgemeinde, stellen, auf welche Kontonummern, dass wir einzahlen können. Es ist von Agape, das ist von Campus für Christus, also das Projekt Kidshaus Nordindien. Danke für eure Unterstützung im Gebet und, wenn ihr auch möchtet, finanziell. Bevor wir den Abschluss machen mit dem letzten Lied, wollen wir auf ein Segen vom Herrn hören. Möge der Friede von Weihnachten deinen Alltag durchdringen. Möge die Freude von Weihnachten jede Faser deines Wesens erfassen. Möge das Licht von Weihnachten deinen Lebensweg erleuchten. Möge das Geheimnis von Weihnachten dir neue Einsichten schenken. Möge die Liebe von Weihnachten in deinem Herzen Wohnung finden. Möge die Hoffnung von Weihnachten Glanz auf dein Gesicht zaubern. Möge der Segen von Weihnachten dich überall hin begleiten. Amen.